Geige. Sie nennen sie den neuen Mozart. Emily Bear spielt Klavier und komponiert, seit sie 2 Jahre alt ist. Ein Wunderkind, das sich selbst ganz normal findet. Ich weiß schon, dass ich was Besonderes habe, aber ich bin nur ein Mädchen, das Klavier spielt. Wenn man vom Genie mal absieht. Das Klavier ist ihr Leben, nicht nur zum Spielen. Ihre besondere Leidenschaft, das Komponieren, wie dieses Stück. Mir gefällt alles rund um das Instrument, aber am meisten mag ich, mir Lieder auszudenken. Da fühle ich mich so unglaublich frei. Dass ihre Tochter etwas Besonderes hat, bemerkt Mutter Andrea, als Emily gerade 2 Jahre alt ist. Wir haben noch einen Sohn, der war damals 6. Der nahm samstags Klavierstunden. Die Eltern konnten zuhören und ich hatte Emily auf dem Arm. Und nach der Stunde watschelt die Kleine rüber ans Klavier und spielt nach, was die anderen Kinder den ganzen Vormittag gelernt hatten. Einfach so. Und die Lehrer waren nur... Es ist Großmutter Merle, selbst früher Klavierlehrerin, die das unfassbare Talent von Emily realisiert. Sie hört jemanden Klavier üben, in der Annahme, es sei Bruder Benji. Emily saß am Klavier und spielte mit 3 Fingern ganz präzise Tonleitern. Immer wieder das Klavier hoch und runter. Da war sie 2 Jahre und 1 Monat alt. Ich war platt. Das war einfach unglaublich. Doch Tonleitern sind erst der Anfang. Ich dachte, oh Gott, alles, was ich ihr zeige, hat sie in einer Sekunde drauf. Dann fängt sie an, die ersten Stücke zu komponieren. Richtige Musik. Das alles ohne eine einzige Unterrichtsstunde. Den ersten echten Unterricht hatte sie erst mit 5, früher nicht. 10 Monate später gab sie ihr erstes Konzert mit einem ziemlich schwierigen Programm. Das Debüt eines Wunderkindes. Doch deren außergewöhnliches Talent hat oft auch Schattenseiten. Steht Emily unter besonderem Druck der Eltern? Wir erleben ein normales, glückliches Kind. Wenn Emily nicht Musik macht, geht sie in eine öffentliche Schule oder spielt mit Freunden und Schwester Lauren. Auch wenn das Klavier klar an erster Stelle steht. Naja, es gibt Tage, da übe ich ein bisschen vor der Schule. Nach der Schule komponiere ich dann. Dann kommen Klassik und Jazz. Dann gibt's Abendessen und danach spiele ich noch ein bisschen am Klavier. Und dann gehe ich ins Bett. Doch jetzt steht selbst dem ganz normalen Wunderkind etwas ganz Besonderes bevor. Sie soll in der weltberühmten Carnegie Hall spielen, mit 9 Jahren. Das gab es noch nie. Das ist eine ganz große Sache. Sie versteht das auch, intuitiv. Und sie ist super aufgeregt und fängt an, dafür richtig zu üben. Die Carnegie Hall ist das Maß aller Dinge. Ein so junges Kind hat es hier noch nie geschafft. Vor 2 Monaten habe ich erfahren, dass ich dort spielen soll und war nur so, was? Was? Emily wird 3 eigene Stücke und einen Jazz-Boogie spielen. Nur, das klappt noch nicht. Noch kann sie darüber lachen. Fünf Uhr am nächsten Morgen. Aufbruch nach New York. Noch 4 Tage bis zum großen Auftritt. Oh, come on. Jetzt packt auch Emily das Lampenfieber. Ich bin wirklich aufgeregt. Denn bald steht sie in der berühmtesten Konzerthalle der Welt. Aber erst einmal sind sie im Big Apple. Wir sind jetzt in New York und auf dem Weg zum Hotel. Ich freue mich auf die Stadt. Es ist unglaublich hier. Ich liebe New York.
Kleines Mädchen, große Stadt. Der erste Besuch gilt einem Lieblingsplatz. Wir gehen zu Steinway Hall, dem tollsten Platz der Welt. Hier gibt es so viele Klaviere. Steinway stellt die berühmtesten Klaviere der Welt her. Aber üben dürfen hier nur die Besten. Jedes Mal, wenn Emily in New York ist, darf sie hier ran. Deshalb kennt sie auch alle Mitarbeiter. Eigentlich will sie nur kurz ihr Programm abspulen. Doch dann werden wir Zeuge eines dieser magischen Momente. Emily komponiert. Sie spielt ein neues Stück, ohne abzusetzen, ohne Korrektur. Emily komponiert nicht auf dem Papier, sie spielt intuitiv und kann das Stück dann exakt wiederholen. Es ist dann einfach da. Kannst du das nochmal spielen? Ich will das aufnehmen. Das war großartig. Emily kann zwar Noten lesen, aber nicht schnell genug schreiben. Deshalb filmt Mutter Andrea sie mit einer kleinen Kamera. Ein Aufzeichnungsgerät ist immer in der Nähe. Ich laufe den ganzen Tag mit dem Rekorder hinter ihr her. Sie kann sich das zwar alles merken, aber sie schreibt so viele, bis zu 20 Stücke am Tag. Die Aufnahmen übersetzt anschließend jemand in geschriebene Noten. Über 400 Stücke hat Emily so inzwischen komponiert, als gäbe es nur sie und die Musik. Es ist dann, als wäre ich von irgendetwas umgeben. Ist da Musik um dich herum? Es ist, als ob ich in einem anderen Ort bin. In meiner eigenen kleinen Welt. Dabei ist auch die reale Welt so spannend. Shopping in New York macht auch ein Wunderkind zum ganz normalen Mädchen. Mit kleinen Feinheiten. Am meisten interessiert sie sich für die Abteilung mit den klassischen CDs. Neue Musik ist für Emily wie Nahrung. Laut Wissenschaftlern hat sie ein absolutes Gehör. Deshalb kann sie sich die Stücke einprägen und später am Klavier nachspielen. Doch ihr Jahrhunderttalent steht jetzt auf dem Prüfstand. Ein Plakat an der berühmtesten Konzerthalle der Welt. Und darauf steht Emilys Name. Als ich auf dem Heimweg das Poster mit meinem Namen gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott. Oh mein Gott. Noch ein Tag bis zum Auftritt. Noch einmal Probe in der Steinway Hall, das übliche Szenario. Emilys Beine sind zu kurz für den großen Konzertflügel. Der kleine Mozart braucht ein Podest. Und dann ist alles gut. Emily war im Ferienlager. Als sie nach Hause kam, rannte sie zum Klavier. Ja, genau, umarmte es. Und dann spielte sie ein neues Lied, dieses hier, und sagte, ich bin zu Hause. Und das ist der Name dieses Songs, zu Hause. Komm jetzt den Boogie. Denn einen Tag vor dem Auftritt sitzt der schwierige Boogie noch immer nicht. Andrea versucht, ihre Tochter nicht nur zu verbessern, sondern auch ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das klingt richtig gut, wirklich. Aber es könnte Spaß machen, das Tempo noch ein bisschen anzuziehen. Emily sucht den Blickkontakt mit ihrer Mutter. Das kann sie in der Carnegie Hall nicht. Da muss sie es ohne Andrea schaffen. Das Einzige, woran ich denken kann, wenn ich mir vorstelle, wie ich auf der besten Bühne der Welt am Klavier sitze, ist, wie ich die allerletzte Note spiele. Plötzlich ist das Genie nur noch ein kleines, neunjähriges Mädchen. Ich habe schon ziemliche Schmetterlinge im Bauch, wenn ich an diese letzte Note denke. Gegen Aufregung gibt es ein Rezept: Ablenkung.
Obwohl es schon spät ist, darf Emily deshalb ihren Lieblingsplatz in New York besuchen. Times Square. Das war so toll, die ganzen bunten Lichter da. Ach ja, und übrigens, morgen ist das Konzert in der Carnegie Hall. Ich bin so aufgeregt deshalb. Das ist wirklich eine große Ehre. Emily, wake up! It's Carnegie Hall Day! Donnerstagmorgen, der große Tag ist da. Generalprobe in der St. Paul's Kirche, denn Emilys Komposition Peace wird mit Orchesterbesetzung und einem 220-köpfigen Chor aufgeführt. Erst jetzt wird dem Mädchen klar, wie viele Menschen ihr Lied singen und spielen werden. Der Chorleiter bespricht mit ihr die Einsätze. Doch Emily kann den Dirigenten nicht sehen. Der Flügel ist zu groß und sie zu klein. Dann spielt Emily zum ersten Mal ihren Song, begleitet von zwei Solosängern und dem riesigen Chor. Wie sie sich dabei fühlt? Klein. Wirklich mickrig. Doch die Belohnung folgt gleich im Anschluss. Emilys Vater und ihre Geschwister sind im Hotel angekommen. Alle wollen sie bei ihrem großen Auftritt unterstützen. Ich bin nervös. Nervös an ihrer Stelle quasi. Denn sie scheint ja gelassen zu sein, ich nicht. Aber sie wird das schon machen. Wir sind alle froh, hier zu sein und sind stolz auf sie. Die ganze Familie. Bist du aufgeregt? Geht's dir gut? Gut. Großartig. Noch 3 Stunden. Und so kurz vor dem größten Auftritt ihres jungen Lebens wird Emily immer entspannter. Andrea und die Kleine ziehen sich zurück. Die letzten Vorbereitungen stehen an. In Gedanken ist sie jetzt schon auf der großen Bühne und beginnt sich zu konzentrieren. Ein 9-jähriges Mädchen. Und in wenigen Momenten die jüngste Pianistin und Komponistin, die je auf der berühmtesten Konzertbühne der Welt gespielt hat. Wenn heute alles gut geht, ist das Emilys Eintritt in die oberste Liga der Musikwelt. Die Carnegie Hall füllt sich mit rund 3000 Zuschauern, darunter auch ihre Familie. Alle warten auf Emily. Die jüngste Künstlerin, die je hier aufgetreten ist. Das kleine Mädchen spielt mit 100 Musikern und 220 Sängern ihr Stück Peace in der Carnegie Hall. Der erste Teil ist geschafft. Mit Erfolg. Das war der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, Kleine. Danke. Aber der schwerste Teil steht noch bevor. Der anspruchsvolle Boogie. Ein Solo. Emily hat die bedeutendste Bühne der Welt ganz für sich allein. Ja.
bereitet dem anspruchsvollen Publikum einen magischen Moment. So etwas hat in der Carnegie Hall noch keiner erlebt. Die Wandlung eines Wunderkindes zum Star. Emily Bear hat es geschafft.